kann er aufs Podest springen oder nicht? Die Reihenfolge im Moment: Schlierenzauer, Keturi, Neumeier, Uhrmann. Jetzt kommt der starke Abspringer Vassiljev aus Russland. Was hat der noch in den Beinen? Ziemlich viel! Ziemlich viel! Wolfgang Steiert kann sich hier über eine Platzierung ganz vorne freuen. 136 Meter. Der hat es geschafft, hier alle drei Sprünge heute, inklusive Probedurchgang auf höchstem Niveau, durchzuziehen. Hat sich auch vom Rückenwind, das ist normalerweise ein bisschen sein Problem, nicht irritieren lassen. Blitzsauber, dieser Sprung, bis zur Landung. Toller Auftritt von Dmitri Vassiljev, 29 Jahre alt. Im Vorjahr Fünfter der Gesamtwertung und jetzt liegt er wieder gut im Kurs. Führt jetzt vor Schlierenzauer, 4,3 Punkte, 10 Punkte ungefähr auf Vassiljev, 6 Punkte ungefähr hinter Schlierenzauer. Das ist die aktuelle Lage. Jetzt volle Anspannung bei Pointner und seinem letzten Schützling, Wolfgang Leutzel. Der legt jetzt vor, dann nur noch Simon Ammann. Kann er eine herausragende Weite herstellen? Kann er den Schweizer herausfordern? Gutes Tempo, guter Flug. Aber an der Weite fehlt es auch bei ihm. Trotzdem Jubel. Die blaue Linie, da hat ein bisschen was gefehlt, wie mir erschien. Die Führungsweite von 135 Metern hat verfehlt. 134 Meter für Leutzel. Der Russe Dmitri Vassiljev bleibt wohl in Führung, auch wenn es hohe Haltungsdrucken gibt. Das ist eine vorbildliche Telemark-Landung, so wie er sie eben mal gezeigt hat zuletzt. Vor dem ersten Durchgang nicht. Doch, er setzt sich an die Spitze. 0,8 Punkte mit Simon Ammann. Der Favorit für den Tourneesieg. Kann er das hier zeigen? Kann er seine Führung ausbauen vielleicht? Nein, auch er kommt nicht wirklich an diese blaue Markierung ran. Die 135 Meter bei ihm. Was ist es geworden? 134 Meter. Die Haltungsquoten schwächer als bei Leutzel. Eine knappe Entscheidung. Das war ja schon vorauszusehen gewesen zwischen den beiden. Kann Wolfgang Leutzel hier seinen ersten Weltcup-Sieg holen? Mit Spannung schauen Sie jetzt da oben auf die Computeranzeige. Ah, Simon Ammann. In diesem zweiten Sprung hat er ein bisschen Meter liegen lassen. Obwohl der vom Absprung genauso gut aussah wie vorhin. Windverhältnisse waren auch fair und gleich hier in der letzten Phase des Wettbewerbs. Die Landung passt. Besser für meinen Geschmack als vorhin. Trotzdem bleibt er in dem Niveau, kriegt fast die gleichen Haltungsnoten. Sie sind zufrieden. Sie haben ihre Favoritenstellung behauptet, aber reicht's für den Sieg? Ja, es reicht für den Sieg. Simon Ammann gewinnt mit 1,5.